So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Folge mir. So. Sehr schön. Wir haben Wasser. Dann können wir jetzt Wunderbärchen die Lava bändigen. Oh. Oh mein Gott, die Erde geht unter. So, hoppio. So, zuallererst. Fuck my life. Zuallererst. Ein Smaragd. Ja, bloß Eisen hinten. Ja, mal schade, ein bisschen Gold, aber mit Gold kann man jetzt nicht so viel anfangen. Das Wasser. Wichtig ist jetzt ja immer, wenn man auf Lavahöhe baut oder abbaut, vielmehr, dass man, wenn man gerade nach oben baut, man auch tierisch aufpasst. Warum tropft da Wasser runter? Weil nämlich über einem auch Lava sein kann und wenn der runterfließt und man nicht ausweichen kann, dann ist man ja schon Arschkarte. So, hier ist irgendwo Wasser. Ich weiß leider jetzt nicht, von wo das runtergetropft ist. Vor allem, ich höre da auch die ganze Zeit Schritte. Also, die scheint doch eine Wasserhöhle zu sein. Guck mal nach, schau. Oder? Ach nee, jetzt bloß ein Wasserblock. Ja, war bloß ein Wasserblock. Schade. Na gut. So, das heißt, die Höhle haben wir soweit. Hier ist sonst nichts mehr Interessantes drin, was sich lohnt nachzuverfolgen. Außer noch die beiden Eisen, die man abbauen könnte, wenn man eine Langeweile hätte. Dann gehen wir direkt in die nächste Höhle. Vorhin sah der Weg viel einfacher aus. Was ist denn jetzt los hier? Schnauze. Klingt aber schon echt geil, ne? So, hinten ist die nächste Höhle. Alter, ist das
richtig Blitzlichtgewitter hier. Wow. Sehen wir auch ein paar Blitze? Ah. Oh, ja, da sind wir eingeschlagen. Ein Blitzelein. Na gut, dafür, dass er so nah eingeschlagen ist, aber er ist schon leise gewesen. Destruction ist ja deaktiviert, ne? Oh, Blitze. Das heißt, unser Haus sollte nicht in Brand geraten, wenn da ein Blitz anschlägt. Zum Glück. So, was mal die Höhle? Ach hier. Hier waren wir gerade drinnen und da hinten ist die nächste. So. Und da wartet auch schon eine Spinne auf uns. Siehst du, wir hätten noch die ganzen Fackeln mitnehmen können. Fällt mir gerade mal so ein. Ach egal. Da müssen wir wenigstens vielleicht wenn wir schon drinnen waren, weil die schon vollkommen ausgeleuchtet sind. Was mache ich denn hier gerade? Komm mal, klar auf dein Leben. So. Okay, dann geht's auch einfach nur noch hoch. Okay, das heißt, das ist jetzt hier nicht so. Ja, genau, hier geht's einfach nur noch nach oben. Vielleicht machen wir hier noch ein bisschen aus, damit hier keine Viecher runter spawnen. Und dann steigen wir mal ab in The Abyss. Okay, hier geht's ganz schön interessant runter. Ich höre hier auch schon wieder irgendwelche Viecher rumlatschen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So, hier oben ist schon mal kein Eisen oder Diamant oder irgendwas in der Richtung. Sondern bloß hier unten die paar. Das ist natürlich sehr traurig. Also rohstoffmäßig sieht die Höhle schon mal gar nicht mal so interessant aus. Oh. We have a breakthrough. Oh, da gibt es sogar richtig Wasser. Oha. Das klingt ja sehr interessant. Ha, sehr, sehr cool. Ja, da unten haben wir schon die Lava. Ich muss nur aufpassen, dass wir auch noch hier runter wieder hochkommen. Ja, genau, da ist die Lava. So, sonst ist da aber. Ich schätze mal, der Weg führt hinten zu dem Wasser. Da ich mir aber nicht sicher bin, gehen wir mal lieber erst zu dem Wasser und gucken, ob wir denn von da in die andere Höhle kommen. So, denn hier sieht es sehr interessant aus. Da hinten ist gerade jemand gestorben. Da fliegt so ein XP-Ding rum. Gut, was ich jetzt hier gerade mache, ist ein bisschen riskant, aber ich fühle mich sicher, weil hier überall Wasser ist. Wir sollten also jederzeit wieder nach oben schwimmen können. Das sollte kein Problem sein. Es kann höchstens ein Problem sein, wenn das Wasser gar nicht vom Meer kommt, sondern aus einem Block raus spawnt. Ja, das Wasser ist natürlich. Ach, doch, da unten. Komme ich da rüber? Ja! So. Ja, es sieht nicht so aus, als wenn Wasser von dem Meer kommt. Ah doch! So, nehmen wir mal hier unser. Der hat ja auch so eine Dreckdinger über sich. Warum haben die alle so eine komische Dreckpunkte über sich? Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt kein Meer, sondern hier ist bloß ein Wasserblock. Wow. Das ist natürlich schade. Denn ist auch wieder so ein Wasserblock.
Das heißt, wir kommen zwar hier überall immer raus. Ah, das ist, hier ist sogar Obsidian. Sehr nice. Okay. So, hier ist ganz viel Lava gefroren. Erstarrt. Hat man gefroren? Weil eigentlich ist es ja erfrieren. Ne, weil wenn etwas von flüssig zu fest wird, dann gefriert es. Aber bei Gestein und sowas, das darf man eigentlich eher erstarren. Und nicht erfrieren. Also. Ich glaube, die Höhle ist A, zu unübersichtlich und B, sehe ich erstmal keine Diamanten. Von daher auch nicht so wirklich vielversprechend. Gucken wir mal, wo der Fluss hier hingeht, ob der auch nach oben zu einem Ausgang führt. Ne, der hört hier auf. Das heißt, hier kommen wir gar nicht raus. Okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Aua. Eigentlich hatte ich gedacht, da sind noch ein paar Stufen. Aber... Der richtige ist ja 100 Gewitter da draußen, Alter. Was ist denn da los? So, wo sind wir hier? Wir sind immer noch am Strand. Okay. Oh, da ist so ein Leuchteding. So Glow Ink. Hatte den gerade ein Vieh zerstört. Lol. Okay, das heißt, die Blitze machen also Schaden. Aber die haben ja... Habt ihr das gerade gesehen? Von dem Viech ist der Kopf total off. Na, guck mal, wo der Kopf ist. Was? Ah! Okay, das ist ultra creepy. Das ist ultra creepy. Was macht das Gewitter aus diesen Tieren? Ich muss es umbringen. Schnell, bevor es Eier legt. Bitte, du musst sterben. Zum Wohl der Scheiß die Wand an. Ich komme nicht mehr hoch. Alter. Wieso können die Tiere genauso schnell rennen wie man selber? Das macht halt gar keinen Sinn. Okay, dann halt nicht. Irgendwann despawnt es. So. Da ist aber jetzt ein Skelett gestorben. Ja. Oh, wow. Hier sind ganz viele gestorben. Ich dachte, das Ding greift an, wenn ich ihn angreife. Dem scheint es aber nicht so zu sein. Was? Ich wollte eigentlich nur Gammelfleisch essen. Hi. Willst du auch Gammelfleisch? Da ist noch so ein Skelett-Dings, da muss sein, ne? So. Die Frage ist ja, wenn ich den erst haue und dann mich draufsetze. Ah. Sie sind gerade alle auf einem Fleck gespawnt. Ja, es funktioniert. Aha.
Nein, bleib stehen! Bitte! Sie müssen stehen bleiben! Warum wächst das Zeug hier mitten auf der Wiese? Ich dachte, es wächst nur im Wasser. So, wir haben eine weitere Rolle gefunden. Was? Alter, wie viel halten die aus? Das Ding hat das mindestens 7 Schläge insgesamt schon abbekommen. Und es lebt immer noch. So, wir können da hinten relativ sicher runter. Gucken wir mal, wie tief das Ding ist. Da ist schon mal ein bisschen Eisen. Okay, der geht ganz schön tief runter. Und hier sieht man auch nicht wirklich mehr was. Oh, ist wieder hell geworden. Na gut. Dann lassen wir das mal sein. So, unser Haus müsste da gewesen sein, ne? Da ist schon wieder so ein Fuchs, aber der sieht diesmal heile aus. Ja, der ist heile. Bei dem ist nicht der Kopf verdreht. Okay, sobald ich nah rangehe, verliert er seinen Kopf. Und trägt ihn dann so schwebend vor sich her. Was ist mit diesen Viechern los? Warum sind die Viecher so schnell? Man kann die gar nicht einholen. Die sind sogar schneller als man selber. Gut, weißt du was? Danke. Ich habe deinen Kopf von seinem Leiden erlöst. So. Pfeil und Bogen ist halt auch noch für was gut, ne? Da kann man schön wegsnipern. So, hier pisst es aus allen Kübeln. Die Karotten sind natürlich kein bisschen gewachsen. Was natürlich super normal scheinbar ist oder so. Keine Ahnung. Doink. Ja, also dass wir den Diamanten suchen, das ist echt... Ich glaube, da müssen wir uns wirklich irgendwann einfach mal so eine kleine Höhle bauen und dann uns einfach vorgraben. Und einfach wirklich so lange graben, bis wir irgendwann aufs Richtige kommen. Was für vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Ich wollte sowieso hier noch einen Keller unter drunter bauen hier. Dann können wir das doch gleich mal als Entry Point nutzen, um uns da ganz tief runter zu buddeln. Gut, vorher hole ich noch meine Lava zurück. Wie die mich gerade angeguckt haben, diese Schafe. Mitten in meine Seele hinein. So, ist irgendwo Lava? Ah ja, da hinten ist die Lava. Da fließt sie runter. So, sicher ist sicher. Ich packe das Ding mal weg von meinem Quickslot. Nicht, dass ich so aus Versehen das Ding beim Haus loslasse und dann alles niederbrennt. Ich meine, wir haben ja mehr als genug Holz, was wegbrennen kann. So, die Frage ist, wo machen wir diesen Entry Point? Für den Keller. Am architektonisch sinnvollsten wäre es natürlich hier hinten irgendwo, aber hier ist ja bereits unser Bett. Andererseits wollten wir das Bett ja, sobald die obere Etage fertig ist, was sie ja eigentlich schon ist, ja oben hinbauen, ne? Also vielleicht könnte man wirklich jetzt so machen, dass wir hier... Vielleicht sollte ich erstmal hier ein provisorisches Dach reinziehen. Das wird hier drinnen ganz schön... Wie ist das Ding da hochgekommen? What? What? Die Dinger können abprallen? Ernsthaft? Wow! Dort ist ja genial! So, jetzt muss ich nur meine Pfeile zurückbekommen. So, das war alles, hoffe ich mal.
So, die anderen sind irgendwo hierhin geschossen. Sind die nicht irgendwo hierhin geflogen? Diese Tiere, ne? Was ist los mit denen? Die haben Probleme. Sie haben tief sitzende Probleme. Das kann doch nicht gesund sein. Ich meine, klar, viele Leute sagen immer wieder, dass Tiere Dreck sind. Aber ich denke nicht, dass das ist, was die damit meinen. So, die sind da abgeprallt und dann sind sie irgendwo hier hinten hingeflogen. Also sie müssen in dem Bereich irgendwo rumliegen. Aber ich sehe keine. Scheinbar, wenn sie zu weit fliegen, dann die spawnen die wirklich einfach nur. Guck mal, das ist ein Fuchs. Diesmal gehörst du mir. Ohne dass du weglaufen kannst. Ja, was? Er rennt einfach zur Seite? Was ist los mit dem? Okay. Wenn du cheatest, dann cheat ich auch. Oh, hab dich erlöst. Von dem fliegenden Kopf. Ja gut, dann sind diese beiden Pfeile leider verloren. Schade. Egal, wir finden jetzt zum Glück mehr als genug. Wir haben jetzt schon wieder 28. Ich wüsste nur echt gerne... Ich meine, ja, das Mindtest-Team hat dieses Partikelsystem überarbeitet. Vielleicht kommen daher diese schwebenden Dinger, diese schwebenden Dreckdinger, dass irgendwie ein API auf Quiz anders ist und hier rum die ganze Zeit Partikel rumfliegen. Kann daran liegen. Andererseits habe ich halt auch Minecraft 5 mit geupdatet. Da gab es ja auch eine neue Version und vielleicht ist auch da ein Fehler jetzt drinne. Man weiß es nicht. So, das Bett bauen wir erstmal ab. Und dann kommt hier der Eingang zum Keller. Wie wir den genau bauen, müssen wir nochmal gucken. So, das Bett baue ich mal hier hinten in die Ecke. Ungefähr so, ungefähr so und ungefähr erstmal ganz provisorisch. So. Haben wir da noch ein bisschen Holz oder so, damit wir jetzt mal ein provisorisches Dach bauen können? Komm, dann baue ich mal etwas Dreck. Ach ja, stimmt, das fehlt ja. Doink, doink, doink. Lol. So, so, so. So, so, so. La, la, la. La, la, la. La. Siehst du, federn eigentlich doch die Blöcke? Ja, ne? Ja, auch die Blöcke federn. Lol. Ist das süß. So. Sweet. Wieso bekommt. Okay. Oder sind das jetzt neue Archivmaschinen, die neu dazugekommen sind und deswegen jetzt gerade alle ausgelöst werden? Weil ist ja nicht so, als wenn wir jetzt gerade zum ersten Mal geschlafen hätten. Vor allem selbst mit der Version habt ihr jetzt doch jetzt schon ein paar Mal geschlafen. Was ist denn los mit diesem Spiel? Sweet dreams are made of... Okay. Who am I to disagree? Achievements. Sweet dreams. Muss man dafür eine bestimmte Anzahl geschlafen haben oder was? Sleep in a bed to change your respawn. Ja. Und genau dieses Change your respawn position ist das erste Mal seit der neuen Version des Spiels. Das heißt, die ganzen Sachen, die jetzt hier alle aufgeploppt sind, sind alles scheinbar neue Achievements, die in dieser Version neu geneut sind. Okay. Ja, Diamanten brauchen wir definitiv. Vor allem, wir haben gerade geschlafen und es ist immer noch Regen. Digga, was ist das für eine Wetterlage? Bin ich hier gerade in Japan? Ist gerade hier die Regenzeit oder was? Ich schlafe schon wieder. Ah, jetzt ist ein neuer Tag. Okay. Sehr schön. So, dann können wir jetzt hier, nämlich... Oh, vorbei, vielleicht lasse ich die Türen sogar. Jetzt können wir hier nämlich wunderbar einen Gang nach unten bauen. Genau.
Habe ich noch meine Axt dabei? Nee, doch. Da. So, die Frage ist, das müsste reichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so schräge Treppen gegensetze, dann müsste das trotzdem noch reichen, dass ich mich da... Mal schauen. Wow. Ich hasse mein Leben. So, Holz war hier. Treppen haben wir auch noch ein paar. Ich muss mal ganz kurz mal in mein Inventar hier aufräumen. Wer hält der am Kopf näher aus? Wer... Wieso haben wir so viele Karotten? Vorhin, als ich dachte, wir haben nur so wenig Karotten bekommen beim Ernten, da habe ich einfach nur nicht dran gedacht, dass wir mehrere Stacks bekommen haben. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, wir haben viel mehr Karotten bekommen. Aber ich habe es halt nicht angebaut. Ja, das hier ist genau ein Stack wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, das sind also 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sagen wir mal 10, eins habe ich halt gegessen beim Anbauen hier. Das heißt, ja, das war genau ein Stack. Und ich habe nicht geschnallt, dass wir mehrere Stacks bekommen haben. Ich bin ja so eine Intelligenzbestie bin ich ja. Das hält der Kopf nicht aus. Oh, ey, chill. Gehen Sie weg von mir. Gehen Sie weg. Ich schmeiß Sie gleich mit Karotten ab. Okay. Ich schwöre, ich verkaufe dich gleich mit den Karotten. Ah, wisst ihr, wie gut die Karotten tun? Sind voll gesund. Komm mal her. Ich gebe dir noch ein bisschen mehr Gesundheit. Ah! Ich zeig dir meine Liebe. Komm her! Weißt du, das war der Schrei der Liebe. Dieses Schwein ist gekommen. Okay, gut. Ja. Autsch. Hey, zu mit dir. So, wir brauchen genau die Schrägen haben wir jetzt. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, ob das hier dann optisch noch passt, wenn ich jetzt die Schrägen hinbaue. Vor allem wird es vielleicht doch ein bisschen sehr eng. Gut, da kann ich jetzt keine hinbauen. Wenn ich jetzt, dann müsste ich jetzt direkt hier schon anfangen runterzubauen, ne? Was kein Problem wäre. Aber ich glaube mal mit den Türen, dann müssen wir uns nochmal was anderes einfallen lassen. Die passen hier optisch dann einfach nicht mehr hin. Denn die Dinger hier müssen auf jeden Fall auch weg. Erstmal. Dann können wir später nochmal gucken, wie wir die dann platzieren. Aber jetzt erstmal kommen sie weg. Und wir müssen unser Inventar aufräumen. So, die wichtigsten Sachen zuerst. Das heißt, du kommst noch da und dann sammle ich erstmal die anderen Steine wieder ein. Bevor die hier spawnen. So. Gut. Du noch da. Du auch. Und ihr. So. Hier kommt der ganze Kladderlatsch rein. So wie zum Beispiel du. Und du. Und du. So. Hätten wir das hier auch? Da kommt das eine Ding, kann ich nur essen. Die Lava. Packen wir mal hier hin. Oh, guck mal, wir hatten sogar schon so einen Smaragd. So ein Emerald. Oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ist ja beides letztendlich das gleiche. So, warum sind die Pfeile hier in der Kiste? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Die waren noch hier in der Kiste, oder? Egal, auf jeden Fall nehmen wir das jetzt mit, weil wir haben einen Bogen. Der Bogen kann in die Kiste. So.
Ist unser Inventar wesentlich leerer oder schüler. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen zu gucken, wie wir den Team bauen. Ernsthaft? Kies? Ernst? So, denn wir haben jetzt hier nämlich gar nicht so viel Platz. Das heißt, wir müssten... Genau, das Ding hier muss definitiv schon ein weiter runter. Das heißt, ich würde gerne die Dinger hier auch wegnehmen und hier schon anfangen, Treppen hinzubauen. Kann man aus diesem Smooth Stone auch Treppen bauen? Das sollte eigentlich funktionieren. So, zwei Platten haben wir auch schon, vielleicht muss ich auch noch gebrauchen. Ich gucke erstmal hier, wir brauchen wir... Ich würde erstmal nur zwei Treppen bauen, wobei wir kriegen ja gerade hier sowieso mehrere. Oh. Okay. Ich glaube, das geht doch nicht. Das ist ja beknackt. Ja, gibt's nicht. Daraus kann man nur Slabs bauen. Okay, das ist behindert. Dann machen wir das anders. Dann behalten wir die Steine. Machen hier so einen Absatz rein. Denn ab hier würde ich gerne alles aus Cobblestone machen. Ne, damit es so Keller-like aussieht. Das heißt, ja, das Scheiße kommt weg. Problem ist natürlich nur, wir haben es jetzt hier gerade festgebaut. Mit Cobblestone kann man keine Treppen oder Slabs bauen. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Das heißt, ist vielleicht doch nicht die richtige Wahl. Ah, doch, kann man. Ah, gut. Dann sind wir geheilt. Wir sind gerettet. Gerettet hätte. So, da brauche ich ein paar mehr. Wir machen da mal 8. Wie groß soll der Keller werden? Wie tief soll er werden? Wir machen erstmal 8, wir können euch später noch weitere bauen. Ne? Läuft das ja nicht weg. Wieso laufen wir eigentlich mit so viel Eisen rum? Kann man das noch nicht erklären? So, haben wir das auch. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir dann in der nächsten Folge an, hier langsam runterzubauen. Das wird ein Spaß. Von daher, bis dann.